28 Jahre alt, meine beste Freundin und wohnt draußen im Wald. Hat einen Röckerl an und trägt Birkenstock, weil sie den ganzen Tag in der Sonne auf einem Baumstamm hockt. Sie zählt Maiglöckchen und isst Sauerklee. Ab und zu badet sie in einem kleinen See, bis ihr wieder jemand die Klamotten klaut. Es war bestimmt der Lars vom Nachbarhaus. Ach Lars. Lars, 32, Nachname Perger. Mit ihm hatte sie's schon lieb, manchmal auch Ärger. Er fährt gern mit dem Trecker in den Wald hinein, denn alles, was ihn berührt, ist sein Feind. Auf Ronis Lichtung angekommen, prüft er sofort, ob alle Maiglöckchen noch stehen, wie an demselben Ort. Denn er zählt so gern mit Froni die Glöckchen. Ab und zu schaut er heimlich unter ihr Röckchen, denn da sind Erdbeeren drauf. 53 an der Zahl. Doch sie anzufassen, das stand für ihn nie zur Wahl. Froni fragt Lars, willst du Sauerklee? Nee. Und dann gehen wir schwimmen, in meinem kleinen See. Geh du ruhig baden, das ist mir zu nass. In der Brühe schwimmen wir viel zu viel Wassergras. Außerdem kann ich doch gar nicht schwimmen. Und wenn ich dich nackig sehe, dann wächst mein Lümmel. Ach Lars, das ist doch gar nicht schlimm. Leg dich einfach mal neben mich hin. Und dann vernaschen wir die roten Pilze mit den weißen Punkten und lassen uns buntes Blut durch die Adern pumpen. Und dann tauchen wir ab. Nur wir zwei. Und aus meinem Wassergras knüpfe ich mir ein Kleid. So eine Unterwasserhochzeit hat bestimmt noch nie jemand gebracht. Und sie heirateten. Und es wurde Nacht. Thank you.